der Suche nach meinem ersten eigenen beruflichen für meine Firma habe ich mir heute ein Büro angeschaut mit 20 Quadratmetern. Und da stellt sich natürlich die Frage, brauche ich überhaupt ein Büro? Mein Homeoffice habe ich. Wenn ich jetzt einfach nur 20 Quadratmeter Bürofläche miete, bringt mir das irgendeinen Vorteil? Reicht das auch, um wachsen zu können? Oder sollte ich dann gleich größere Fläche nehmen? Was ich denke, was eins der wichtigsten Punkte ist beim Gründen und dem ersten eigenen Büro, ist die Laufzeit vom Mietvertrag. Also nicht zu große Verpflichtungen einzugehen, flexibel zu bleiben und insofern vielleicht mit einer Laufzeit von maximal 3 Monaten zu starten, um im Zweifelsfall einfach nochmal nachjustieren zu können. Viel Erfolg bei der Suche nach deinem ersten eigenen Büro.